Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Talos Principle. Da haben wir jetzt gerade die Welt Nummer 3 mit Stern abgeschlossen. Bei der 2 haben wir noch ein Sternchen offen. Ich glaube, das war die Welt mit, Du magst dich fragen, wieso ich diese Irrgärten für dich erschaffen habe. Ruhig, Papa. Warum du dich so mühen musst, um die Ewigkeit zu erreichen. Aber zweifle nicht, denn diese Prüfungen dienen der Besserung deiner Gattung. Muss mal was anderes noch eben schauen. Optionen. Die Gattungen. Ja, die Gattung. Ich bin ja nur ein Rechner. Also eigentlich nur ein Rechner. Bin nur ein Android. Tocke. Oh, Sprint auch nicht schlecht. Muss ich noch. Da haben wir nichts benutzen. Sekundärfeuer. Sekundärfeuer? Habe ich da was übersehen? Zu. Was macht denn ein Zoom? Machen wir den mal auf C. Was macht ein Zoom? Wow. Das ist ein super Zoom. Wow. 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 Da hätte man jetzt auch das sofort gesehen, was da eigentlich ist. Coole Sache. Ja. Das ist Zoom. So, jetzt schauen wir nochmal hier rein. Weil, ich habe ja gesagt, da hinten scheint noch irgendwas zu sein. Irgendwo hat man es gesehen. Da hat man es gesehen. Da hinten ist noch was. Da leuchtet es blau an der Wand. Und wie gesagt, der Jonathan oder Jonathan Lorenz hat ja gesagt, hier gibt es irgendwo einen Durchgang in der Wand. Einen versteckten Durchgang. Ich weiß nicht, ob das einfach so quasi eine Hologrammwand ist, wo man, hindurchfällt oder ob das ja nur ganz versteckt wieder irgendwo an der Wand ist. Jedenfalls, er hat geschrieben, ich lese mal vor: Tipp, überprüfe alle Wände in das Grab. Durchlässige Wand. Hashtag gemein. Das ist Hashtag richtig. Ja, das ist schon mal keine Wand. Und die Frage ist hier: Also, es müsste eine durchlässige Wand irgendwo geben. Ich sehe sie bloß noch nicht. Also hier scheint sie nicht zu sein. Das werden wir wahrscheinlich ganz außen herum gehen müssen, damit das funktioniert. Das ist ja jetzt nicht so unser großes Problem, ehrlich gesagt. Stellen wir hier was her. Achso, wir müssen nur noch schauen, wo die durchlässige Wand ist. Ich hoffe mal, dass ich einfach dann dran hängen bleibe. Da war es rot. Eigentlich müsste ich einfach, wenn es wirklich einfach durchlässige Wand ist, einfach mal so hängen bleiben. Aber ich. Gut, dann war es hier vielleicht noch nicht. Ich könnte natürlich auch mal schauen, ob man es von außen irgendwo sieht. Schon mal nix. Ja. Reflektor brauchen wir jetzt gleich noch. Der. Müsste uns da mal eben hier ein bisschen. Was? Wieso kann ich das nicht auf den ausrichten? So. Machen wir den noch auf. Was haben wir hier? Nochmal ein solchiges Gerät. Dass wir dann so. Nehmen wir auch gleich mal die mit. So, und jetzt die durchlässige Wand hier nicht. Da? Nein. Da müssen wir einfach auch wieder was drauf richten, dass es durchlässig wird. Okay, jetzt waren wir hier aber einmal rundherum. Jetzt können wir eigentlich nur noch schauen, ist hier irgendwo. Ach!
durchlässige Wand. Ja, das ist natürlich... Ja. Gut gemacht. Achso, jetzt bräuchten wir natürlich noch unser... Unser Gerät. Wie kriegen wir jetzt unser Gerät da raus? Ich kann einfach außen rumgehen. Huh. Ist ja easy. Hätten wir auch einfach haben können. So. Da ist nämlich der Ausgang. Den haben wir gesehen. Hey, das ist fies. Hey, das ist fies. Aber wie kriege ich denn das jetzt? Wie kriege ich... Also, dass ich jetzt den hier... Also, den nehme? Das ist ja noch klar, aber... Damit komme ich doch hier niemals um die... Um die Kurve herum. Wie soll denn das... Ist hier... Warte mal. Ich glaube, ich habe eine Bein dahin. Jetzt räumen wir das Grab quasi. Dann sind die Tomb Raider sozusagen. Aber wenn ich jetzt. Aber. Ist ja das Ding. Nee, oder? Doch, das könnte. Wenn ich so von. Menschen, ist das hier ein Ge. Da war doch. Ich habe das schon letztes Mal, glaube ich, geschaut. Dass ich. Genau, den da, das geht. Und wir kriegen den doch hoffentlich. Dann von da oben nämlich her. Genau. So, wir müssen nur noch mal den Mund drehen. Ist ja kein Problem, ne wahr? Wie war das jetzt hier gleich? Wir müssen. Den da. Moment, ich weiß noch, es war den da draufstellen. Das war so. Den da. Mit ihm. Den da mit. Dem verknüpfen, da hinstellen. Und jetzt war, glaube ich, hier irgendwo genau der noch da. Babam, babam, babam. Jetzt drehen wir nämlich gleich nochmal den. Guck mal, ranzoomen. Wow. Wie er sich dreht. Das habe ich jetzt zum wievielten Mal habe ich jetzt den Mund gedreht? Ich weiß es nicht mehr. Aber wir müssen eigentlich aber ganz anders hin. Also nochmal, Jonathan, vielen, vielen Dank für die Info. Vor allen Dingen genau im richtigen Maß zum. Zum Spoilern. Jetzt komme ich da nicht. Ah, jetzt. Was? Wieso reagiert denn der jetzt nicht? Was das für ein heller Knüppel da oben ist. Hm. Jetzt nochmal, kann ich das? Wie? Wir machen es mal uns nicht ganz so kompliziert, wa? So, also. Dingens. Dingens, Dingens. Pling. Hoppala. Pling. Hallo Stern. So. Alles kein Problem.
Aber was ist da oben für ein Knubbel? Ist ich. Kann das oder sollte das, wie hieß er gleich noch? Wie hießen gleich die Kugel aus Portal? Also dieser. Sieht man es nicht? Wheezy? Hieß der Wheezy? Also hier das sprechende kleine Roboterauge. Ist er das? Wenn sie mal weiß, bitte in die Kommentare schreiben, würde mich jetzt interessieren. Auf jeden Fall haben wir, davon abgesehen, jetzt diesen Teil auch gelöst. Wir haben unseren Stern, einen Stern, der meinen Namen trägt sozusagen, haben wir da geholt. Und können wir? Hier können wir irgendwas freischalten, oder? Benutzen? Ja. Kannst du mal, danke. Ist ja easy. Was gibt's jetzt freigeschaltet? Ein Terminal habe ich freigeschaltet. Hey, mit Lüftung hinten dran und das ist ja natürlich nicht mal die modernste Technik. Aber was ist jetzt mit dem. Was habe ich jetzt freigeschaltet? Zwei Sterne. Ach hier, da gibt es tatsächlich auch so einen Button. Okay, ja, wir haben also offenbar diesen Button. Wir hätten ihn jetzt so oder so gebraucht. Ja, dann. Möchte gleich jemand mit uns reden? Was gibt's denn Neues? Hallo. Hallo, Bibliothekssitzung. Archive zum Bereit. Zu und nach Lokal zwischengespeichert. Osiris 6, Chatlog Charlie 7 und Arkadi Tagebuch 84. Na, fangen wir doch mal mit Osiris 6 an. Hallo. Wusste, dass dies die Wahrheit war. Nun werde ich dir von den vielen Gefahren, die dir während deiner Reise ins Duat begegnen werden, erzählen. Höre gut zu, denn die Prüfungen, die vor dir liegen, sind gewaltig. Und wenn du dich nicht als würdig erweist, wirst du vielleicht niemals die ewigen Schilffelder des Osiris erreichen. Und du könntest für immer verloren sein. Denn aus dem zweiten Tod gibt es kein Erwachen. Der Schriftgelehrte brachte nun einen großen Papyrus und entfaltete ihn sorgfältig vor dem Sterbenden. Und der Sterbende sah, dass es eine Karte des Duat war, die die vielen Wege zum Turm des Anubis zeigte, in dem sein Herz gewogen werden sollte. Auf jedem dieser Wege, die sich durch das Duat fädelten, wie das unendliche Garn der Neid 3, waren die Gefahren vermerkt, die den Reisenden bevorstehen würden. Auch gab es große Wände aus Eisen, die nur von den Göttern überstiegen werden konnten, und Tore, die aus reinstem Licht bestanden, und so konnte der Reisende die ihm auferlegten Prüfungen nicht vermeiden, und er konnte nichts anderes tun, als sich dem Turm zu nähern, indem er seinen Wert bewies und so den Schlüssel zu jedem der heiligen Tore verdiente. Das klingt aber arg wie eine Beschreibung von uns. Sind wir etwa tot und sind auf dem Weg zu dem Turm? Sind wir hier im Duat? Also das ist ja die Totenschrift, wenn ich mich aus den letzten Folgen richtig noch erinnere. Und wir müssen jetzt den Weg zum Turm, den wir eigentlich nicht besteigen werden, wurden gewogen, also wo dann ermittelt wird, wie gut, wie rein wir waren und was auch immer. Sollte das dann gemeint sein? Mal schauen, was Chatlog sagt. Chatten wir eine Runde. Flower 4, hey, weißt du, was total freakig ist? Schallendrocks, was? Der menschliche Körper verrottet sehr schnell, sodass alle in der Chemie unseres Gehirns gespeicherten Informationen ganz schnell weg sein werden. Alter. Aber Computerbücher sind sehr haltbar, sodass alle unsere Botschaften, unsere Ideen, unsere Bücher, das alles wird da draußen sein. Unsere Pornos, richtig. Skramwälder, ja, unsere Pornos wohl auch. Wir werden alle verschwunden sein, aber die Werke von Aristoteles wird es immer noch geben. Und auch Star Trek, Firefly, Babylon 5, Herr der Ringe, Blade Runner, Cyber vom Planetron 6 ist vermutlich dann eher ein Porno. Shakespeare, Byron, verdammt sogar Videospiele. Irgendwas Overdrive, Seattle, Dutch, die vom Berg.
What the fuck, man? Ja, also Flower 4 ist offensichtlich eher die ernste und Charlie scheint eher ein wenig Porno verliebt zu sein. Stell mal vor, wenn die Außerirdischen die finden. Jo, unsere Videospieler. Aber ich finde es gut, dass zumindest gleich mal dieser Reihe nach hier einige meiner Lieblingsserien genannt wurden, zumindest in einer Reihe. Star Trek, Firefly, Babylon 5. Herr der Ringe, muss ich ehrlich gestehen, bin ich nicht so der Fan von. Blade Runner ist okay. So, McCarthy. Archiv wächst weiter an. Der Versuch, Ordnung beizubehalten, ist genauso schwer wie erwartet. Habe diese Woche 7 Mitarbeiter verloren. Habe diese Woche 7 Mitarbeiter verloren. Statistisch gesehen wird diese Zahl weiter steigen. Muss mich auf realistische Ziele konzentrieren. Nicht genug Zeit zum Trauern. Wieso hat er 7 Mitarbeiter verloren, bei dem Versuch Ordnung zu machen? Sind ihm Aktenstapel auf den Kopf gefallen, den Mitarbeitern, oder? Okay. Das ist mir jetzt aber... Zeitkapitel haben, Partitionen, ist das jetzt eigentlich alles? Ja. B. Ah, wo ich hier gerade Fahrstuhl lese. Was? Fahrstuhl versteckt. Ich habe gelesen, dass es auch einen Kopierschutz gab bei The Talos Principle. Wenn man eine nicht legale Version aus ungeklärter Quelle hatte, ist man in irgendeinem Fahrstuhl stecken geblieben. Und das war dann gleichzeitig, wenn man sich darüber ausgeheult hat, das Indiz dafür, dass man eine nicht ganz originale Version hat. Um die Ecke denken. Ja, da ist so ein Terminal. Okay. Was steht denn hier? Manche dieser Prüfungen müssen mit dem Hintergedanken an Zusammenarbeit erschaffen worden sein. Aber ich bin der Einzige, der hier ist. Okay. Was passiert denn jetzt hier? Hä? Du? Was ist das jetzt? Achso, die Aufnahmen kennen wir schon. Das ist jetzt aber cool. Moment, wie geht das jetzt nochmal? Ich gehe hier hin, mach an. Nehme das Ding, würde es hier herstellen. Und jetzt könnte ich... das einfach hier brutzeln lassen und jetzt mache ich das... so, jetzt kann ich das Ding hier nehmen. Kann ich mich einfach verdoppeln? Ist ja krass. Oh leck, das wird jetzt ein Brainfuck. Oh man, das wird ein Brainfuck. Ja. Große Pyramide. Was steht hier? Schau, noch ein Rätsel. Und noch eine Stimme, die mir sagt, wie einzigartig ich bin. Und noch ein kaputter Computer mit Bruchstücken von nichts. Diese Welt ist ein schlechter Witz, der von einem grausamen Gott, der zu dumm ist, um den Ausschalter zu finden, erzählt wird. Das klingt leicht fatalistisch, muss ich sagen. Und es ist echt nicht nett, über Papa so zu reden. Selbsthilfeanleitung. Nun ja, wir haben ja eh nicht viel Auswahl. Ach komm, das lösen wir noch schnell. Eigentlich brauchen wir bloß hier das nehmen. Hier hingehen.
Stückchen aufnehmen. La 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 la. Hier kann man sogar die Dings hier eintüdeln. So, sollte eigentlich reichen. So, gehen wir da hin. So, müssen wir es jetzt mal hinstellen. Na, wenn es nicht mehr ist, so. Und wieder zurück. Das ist ja cool. Okay, also noch sind die relativ einfach. Gut, ich habe auch den Teil gleich gemacht. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von hier aus wieder. Also, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.